So. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und aus persönlichen Gründen, technischen Gründen, bosshaften Gründen gibt es heute mal kein Raider Mittwoch. Wir verschieben das wieder auf Donnerstag. Wir sind nämlich auf dem Weg zum Bahnhof, zum Cobalium Raid. Ihr wisst ja, Cobalium ist zurück. Ne? Pete von Berlin ist auch am Start, wie man merkt, an der Gestikulation. Wir wollten jetzt erstmal uns mit dem Bierbenny treffen oder auch nicht. Vielleicht auch mit dem Invisible Bierbenny am Bahnhof. Wollen ein Cobalium machen. Gucken mal, ob das shiny ist. Denn ihr merkt schon, der Besuch ist weg, aber der Besuch hat was dagelassen, speziell der Prime, der kam nämlich schon mit so einer Stimme zu mir. Jetzt ist er weg, aber jetzt ist die Stimme bei mir auch weg. Wir sind gespannt, kein Crazy O, kein S-Cut, kein Prime mehr, aber Cobalium war trotzdem ein paar lustige Tage. Die ist so genial, da stehst du neben dem Auto und die macht einfach die Scheibenwischanlage an und es spritzt dir einfach in die Schnauze und dann wischt die fröhlich ihre Scheibe sauber und kriegt's nicht mal mit, ne? Und dann fragt sie noch, alles gut? So sind sie. Kennt ihr die auch? Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr sowas kennt. Wir melden uns gleich beim Raid zurück. So, wir sind mal wieder heftig am Start mit zwei Handys und mit der GoTool-App Version 2.0. Die andere ging ja nicht mehr aktualisieren, da war alles Quatsch. Aber hier könnt ihr natürlich wieder schön nachschauen bei den Raid-Bossen. Wir sind jetzt auf den 5er Raids, steht auch Cobalium jetzt dabei. Aktuell 17,27 braucht es, beziehungsweise bei Wetterboost 21,59. Die Konda könnten wir uns kopieren, aber ich habe wahrscheinlich eh nichts von dem, was man da braucht. Wir gehen einfach mal auf die Arena, in den Raid, nehmen einfach das, was es uns vorschlägt. Die höchsten Pokémon. 6 Accounts sind in der Lobby. Oh, wir drehen auch nochmal ganz gemütlich hier. Ne? Sieht gut aus, Arena-Orden bekommen, mit dem Account hier noch nie einen Raid gemacht. Freier Pass und dann gucken wir mal, wer das Shiny bekommt. Flamara, Flamara, Flamara. Hahaha, Benjamin, wie war das? Noch nie mit Flamara gekämpft und jetzt gleich dreimal. So kann man es natürlich auch machen. Ich habe vor, außerdem ein Glücksei zu zünden. Ich habe gerade nur noch eins, aber ich habe ja Coins. Vielleicht kann ich mir doch irgendwann mal eins kaufen. Denn bevor ich abends immer diese 40 Geschenke aufmache, was vielleicht auf Dauer doch etwas langweilig ist und eintönig, werde ich das verbinden jetzt, ein Raid mit Glücksei und dann 20 aufmachen. Da ist das nicht so eintönig und dann geht es auch schneller voran, weil ich dann die ganzen Einer-Geschenke öffnen kann, dass ich mit denen auf Level 2 hochschieße und noch ein paar Zweier. Und dann kommen wir dem Level, was sind wir dann überhaupt, 36? Oder ist das schon 37? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall kommen wir dem nächsten Level dann natürlich auch wieder näher. Ismo, sein Account ist auch am Start. Das ist das Gute, bei dem muss man gar nicht fragen, hey, kann ich deinen Account mitnehmen? Und wann warst du das letzte Mal drin? Man geht halt einfach rein und sieht, dass er vor 10 Tagen das letzte Mal aktiv war. So kann man das machen. Also der Ismo, immer eine gute Unterstützung bei Raids. Grüße gehen raus an den Dicken. Pupsi mit drei Handys zugange. Ganz edel. Hat auch heute noch einen Nageltermin. Ne? Ist ganz wichtig, dass man das sagt. Und Mittwoch ist sowieso immer Pizza-Mittwoch. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr einen lokalen Dönerladen bei euch in der Stadt, der täglich irgendwelche Angebote hat? Also einmal Dönertag, einmal Schnitzeltag, einmal gibt es Nudeln, einmal Salat. Bei uns ist Mittwoch dann immer der Pizzatag, da gibt es sicherlich dann wieder eine schöne Pizza Koch mit Spinat, mit Brokkoli, mit Ei, mit Peperoni-Wurst. Extra scharf mit Spezialsoße und allem möglichen Zeug drauf. Wird sich immer gegönnt, riesig für 6 Euro. Finde ich genial. Schon wieder Werbung machen. Was ist los? Ich könnte heute Abend
eigentlich noch eine Folge Ramses Kitchen hochladen. Mit Prime und Crazy O zusammen waren wir nämlich auch im Pizza Kebab Haus, wo heute eben der Pizzatag ist. Dann würde das wenigstens so passen, auch thematisch. Mit denen habe ich nämlich so ein Abo-Döner-Teller probiert, beziehungsweise Crazy O hatte da dieses Jägerschnitzel, eine Mischung aus Rahm und Jäger, irgendwas. Dann bringt ja nichts, wenn ich das irgendwann in 10 Jahren hochlade und die sind schon 10 Jahre weg. Wir sind gestern Abend nämlich gefahren, dann ist das alles aktuell. Aktuelle Pokémon-Folge, aktuelle Ramses Kitchen-Folge nochmal zum Abschluss. Wie gesagt, würde ich dann auch Raid am Mittwoch morgen machen. Raid am Mittwoch am Donnerstag, weil wir sind jetzt auch unterwegs. Und es geht einfach fixer, dann so einen Raid zu machen als Video. Und weil Cobalium eben heute auch zurückkam, denke ich mal, wird das die Leute erstmal brennend interessieren, mit was man so kämpft, was für Konter man nimmt. Am besten natürlich wieder Kampf und Feuer. Aber ich habe ja keine Macho-Meier mehr am Start auf dem Account. Ging trotzdem relativ gut. Ihr seht, fast die Hälfte der Zeit ist noch übrig. Jetzt sind wir gespannt, ob ein Shiny dabei ist. Ob wir es auch fangen. Es ist ja eh ein neuer Pokédex-Eintrag bei dem. Muss ich ganz fix fangen und dann Geschenke öffnen und dann noch entwickeln, damit das Ei genutzt ist. Jetzt habe ich gar nicht drauf geguckt, wann das Ei angemacht wurde. Da haben wir auf jeden Fall kein Shiny. 16,93, über 17 hätten wir haben müssen. Wir fangen erstmal. Hast keins über 17 und kein Shiny. Okay. Einfach fabelhaft. Das Gute an Cobalium ist, das schwebt wenigstens nicht nach links und rechts. Critical Catch, erster Ball drin, so muss es sein. Pokédex-Eintrag, ich mache jetzt fix die Geschenke auf und wenn dann die Punkte reinfliegen, oder? Nee, ich gehe einfach mal direkt rein. Bei den Einern ist es nämlich, glaube ich, so, da weiß ich nicht, wie die angezeigt werden. Wir öffnen mal hier den Brainy 1970 noch für 6000 Erfahrungspunkte aus Stendal. Ich glaube, einer sind es nicht so viel. Der Kennark 98 nehmen wir auch noch mit fix. Nochmal 6000. Der macht wohl wieder Urlaub, so wie es aussieht. Dann hat mich heute Ramses Kitchen geaddet. Richtiger Faker. Speckrücken auch dabei. Ich könnte denken, das ist schon wieder einer aus Hibu. Bruder, richtige Verschwörungstheorien. X, deine Mutter X, nehmen wir auch noch an. Das waren 4 kleine. Jetzt öffne ich fix ein paar Zweier, die zeige ich euch dann aber im Aufstieg, wenn sie reinkommen. So, jetzt müssen wir mal hier die durchschieben. Da stehen jetzt trotzdem wieder die Einer dabei, Brainy, Kennark, aber ihr seht unten immer die 6000, die dazukommen, Speckrücken, wieder 6000, deine Mutter, 22 Minuten, Glücksei noch. Wir haben jetzt die Superfreunde, Pikachu 01 dabei mit 20.000. Pixel Player 3, Superfreunde mit 20.000, Ramdusch 20.000, na, rasierter Elch 6, gibt's da 5 vorher, die auch rasiert wurden, Riese, Bremerhaven vor allem, Grüße an dich hier fix, dann Rollmaster auch dabei, das ist nicht Master Rollins, das ist der Rollmaster, Ronny auch dabei, da vermischen sich immer die NHR und die Pokémon-Welten. Ruhemacher, ich kenne nur Chaosmaker, Saschanatz, okay, und, Schatzi 11, nehmen wir auch noch mit, nochmal 20.000, Sicher Theos, nehmen wir mit, und ihr seht unten, es wächst immer mehr, snackt die Bohne. Es ist dann schon Level 36, genau wenn es so weitergeht. Steven BSK auch nochmal 20.000 Punkte. ST Mo Voll 20.000. Sunny Moose 20.000. Supernatural E3 auch nochmal 20.000. Und ich glaube, das waren sie sogar. Der Postman wäre als nächstes gekommen. Er hat es aber nicht mehr reingeschafft. Ich stelle euch nochmal ganz kurz ab. Wir gehen nämlich nochmal hier drauf, geben jetzt noch Entwickeln ein. Nein, nicht auf den Button. Entwickeln. Und fangen jetzt an, einfach mal ein bisschen durchzuentwickeln, was noch so da ist. 9.01 Uhr, also bis 9.11 Uhr.
nee, 20 Minuten, bis 9.21 Uhr kann ich jetzt noch entwickeln. Das war es aber von meiner Seite. Ich glaube, durchs Entwickeln gibt es auf jeden Fall noch keinen Level-Up. Aber dann bei der nächsten Ice-Station, vielleicht werde ich das auch wieder so verbinden. Lieber in Verbindung immer mit Raid und einem Aufstieg, beziehungsweise Raid und Geschenke, ist, glaube ich, dann ansehnlicher. Weil man hat da immer noch die Chance auf ein Shiny. Man hat mehr Abwechslung, als wenn man jetzt abends nur da sitzt und wirklich 40 Sachen am Stück öffnet. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir entwickeln noch ein Zierpurze zu Zierpeise. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ne? Schreibt mal rein, habt ihr heute auch ein Kobalion gemacht? Oder habt ihr ein Shiny bekommen? Oder ein 100er? Ich hatte auf dem Hauptaccount, glaube ich, ein 100er. Jetzt fehlt nur noch das Shiny. Das war's aber jetzt wirklich. Schreibt mal rein, habt ihr heute auch eins gemacht? Habt ihr eins bekommen? Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer neuer Pokédex-Eintrag in Neko Ramses. Ein Eneko Ramses kennt...